Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dich für meinen nächsten Schritt interessierst, der für mich persönlich ein großer ist, und habe nicht umsonst die Gouda-Packung hier in der Hand, weil ich werde in das Land des Gouda-Käse ziehen. Und zwar, weil ich meinen Lieblingsholländer heirate, ein großer Schritt für mich, und in dem Zusammenhang dann auch meinen Lebensmittelpunkt in die Nähe von Rotterdam verlegen werde. Und du kannst dir vorstellen, das ist für mich jedenfalls ein großer Prozess, das ist eine Bewegung, hier ist Change im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auf alle Bereiche anzusetzen. Und ich kann mich dabei beobachten, ich kann forschen, wie gehe ich damit um, Altes, Bekanntes, Vertrautes, meine Comfortzone jetzt zu verlassen. In diesem Kontext, und als Evolutionistin ist mir das ja ganz wichtig, bleibe ich dir und euch aber ja, weiterhin treu, also im Sinne von, dass ich auch weiter dich in deinem Prozess unterstützen möchte und dir, ja, dir die Hand reichen möchte, dir helfen möchte, wie es auch dir gelingt, mit mehr Leichtigkeit weiterzugehen. Wie du es schaffen kannst, dich in deinen inneren und äußeren Veränderungsprozessen gut zurechtzufinden und in Selbstführung zu sein. Und das ist ja mein Thema. Also Selbstführung mit allen Facetten hat ganz viel damit zu tun, erst einmal in dein selber dir Bewusstsein, dir Selbstvertrauen, in Selbstbestimmtheit zurückzufinden. Und mit zurückfinden meine ich, es ist nichts, was du mit einer langen Checkliste oder mit vielen Trainings hinzufügen musst, sondern aus meiner Erfahrung geht es vielmehr darum, entlernen, loslassen, in dem Sinne von auch alte Schichten wieder, wie soll ich das sagen, gehen zu lassen, also dich selbst zu befreien und zurückzufinden zu dem, was du längst bist und was du mitbringst, und darauf eine neue Selbstsicherheit, ein Selbstvertrauen aufzubauen. Alles andere, was dazu gehört, also Selbstausdruck, ja, oder auch der Selbstwert, der natürlich auch damit einhergeht, das ist ein Prozess. Und da gibt es natürlich Hilfsmittel, es gibt Möglichkeiten, dich darin in deiner Entwicklung zu unterstützen. Für mich selbst bedeutet es jetzt, neben dem fleißig Holländisch lernen und mich dann in kurzer Zeit in eine neue Kultur hineinzugeben, bedeutet es für mich immer wieder jetzt auch zu sehen, worauf kann ich mich verlassen, worauf kann ich bauen. Und ja, wenn du magst, ich werde weiter in diesem Prozess für dich, für uns forschen. Und mein neuer Name, Martina van der Veer, bedeutet Martina von der Feder oder Martina von der Fähre. Und ich finde das sehr, sehr passend. Also Nomen est Omen, denn seit mehr als 20 Jahren ist es mir ein großes Anliegen, dass es mit Leichtigkeit weitergeht. Und Menschen von der einen Seite zur anderen zu begleiten oder Hürden zu nehmen, so wie ein Fährmann oder eine Fährfrau das macht, das habe ich schon immer getan und das werde ich auch weiterhin tun. Von daher freue ich mich, schau unter diesem Link findest du meine neuen Kontaktdaten, wobei ich auch in Deutschland weiter eine Adresse haben werde. Man komm gerne auf mich zu, ich freue mich, im Austausch zu bleiben und dich dabei zu unterstützen, dass auch du in deiner Veränderung, in deinen Veränderungsprozessen, in den inneren wie in den äußeren, leichter weiterkommst. In diesem Sinne, trotzdem, und bis bald, alles Gute, eure Evolutionistin.